up my Nerf Fortnite Blaster. Das ist das Motto des heutigen Videos und dann wünsche ich mal viel Spaß damit. Wo kann man die nachher verbaute Feder zur Leistungssteuerung kaufen? Zum Beispiel auf eBay bei Sist Versand. Der hat jede Menge Federn im Angebot. Und das hier ist die Feder, die ich nachher in den Blaster einbaue. Die kostet im Zweierpack 5 Euro plus 4 Euro Versand. Wer die sich nochmal anschauen möchte, den Link dazu findet ihr im Textfeld unter dem Video. Absoluter Wahnsinn. Also da müsste ich das Hasbro um die Ohren schlagen, um den Bolzen, der hier seitlich so reingeklickt wird, rauszubekommen. Da muss man den fast schon zerstören, so sieht er jetzt aus. Ich habe seitlich versucht, hier mit einem Schraubendreher reinzugehen und den dann irgendwie so auszuhebeln. Ging überhaupt nicht, sieht man ja. Und was habe ich gemacht? Der hat ja hier so drin gesteckt. Aber richtig fair, also das ist absoluter Wahnsinn. Ich bin jetzt einfach hier eben hier reingegangen und dann, pam, habe ich den mit, ich sag mal, Gewalt rausgedrückt. Ich hoffe mal, den kann man auch mal verwenden, weil sonst kann man die Gehäusehälften nicht voneinander lösen. Das ist echt Wahnsinn. So, jetzt müsste das aber dann, oh je, funktionieren. So, gleich mal ein Foto machen, sonst kriege ich den nachher nicht mehr zusammengebaut. Also ihr habt gesehen, ein seitlicher Bolzen muss auf jeden Fall raus. Bedeutet, wenn ihr vorhabt, irgendwas dran zu ändern, macht es, bevor ihr zum Beispiel die Schulterstütze reinsteckt oder dann die seitlichen Bolzen. Weil sonst seid ihr super viel am Rumpfriemeln. Ja, hier haben wir die beiden Übeltäter. Die verhindern, dass er die Schulterstütze wieder rausbekommt. Und die werden jetzt erstmal entfernt. Könnt ihr einfach so rausziehen. Ja, dann mache ich mal die Feder raus. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Jetzt will ich schon mal zeigen, die Originalfeder hat eine Länge von 10 cm und einen Durchmesser von ungefähr 1,7. Habt ihr die Feder entnommen, könnt ihr den Bereich ganz einfach nach hinten schieben. So, jetzt will ich was zeigen. Ich stecke jetzt mal das Original 18er hier rein. So, das stößt ja jetzt mit dieser Nase hier an das Gehäuse. Das heißt, ich bekomme den hinteren Bereich nicht nach vorne. So, jetzt ziehe ich das mal hier wieder raus. Das hier ist jetzt ein 18er, da habe ich diese Nase mal weggemacht. Das kann man jetzt hier schön reinstecken. Zack, schnackelt hier rein und ihr bekommt es hier nach vorne geschoben. So, jetzt machen wir das hier mal, da muss ich hier drauf drücken und jetzt nach hinten mache ich das hier mal wieder raus. Bedeutet also, man müsste etwas wegnehmen und zwar, ich sag mal, hier so ein bisschen, so rund, so runter, hier rüber und dann seitlich das hier und ich würde mal behaupten, noch ein Teil hiervon, außer man lässt das hier komplett dann weg. Also gerade noch mal hier reinmachen. So, wo ist es da? Also ihr seht es, stößt hier dagegen, zack, der Bereich weg, der Bereich, ja, und dann müsste dieser Bereich hier auch noch weg. Könnte man auch machen, weil das wird ja hier oben noch gehalten. Ich persönlich würde es nicht machen, weil man kann halt wunderbar die 25er Trommel benutzen. Ja, den Bolzen auf der rechten Seite, den habe ich ja drin gelassen. Reicht ja zum Laden. Und auf der linken Seite habe ich eine Schiene angebracht. Des Weiteren hier unten an der Front. Und so könnte das dann aussehen. Ja, kommt nicht mehr so an die Fortnite-Optik heran. Ich will halt nur mal zeigen, was ihr machen könntet. Hier vorne haben wir das Zweibein, das kann man ja nach vorne hinwegklappen. Dann haben wir hier so eine Art Laser-Attrappe. Ist in Wirklichkeit Batteriefach, externe Batterien. Kann man dann mittels Kabel mit dem Blaster verbinden, wenn man da drin halt keinen Platz mehr hat. Und hier haben wir halt noch so ein riesen fettes Scope mit dabei, halt in Bezug auf die Optik. Sieht das halt ganz interessant aus. Jetzt kommen wir zu der Tuning-Feder. Ich habe viel geflucht, geschrien und den Blaster zigmal auseinandergebaut und wieder zusammen mit Federn rumprobiert. Und irgendwie hat nur eine einzige
von den ganzen Federn funktioniert. Das hier ist die Originale. Das hier war irgendeine Feder, die ich irgendwann mal irgendwo her hatte. Also ich weiß gar nicht, wo man die nachkaufen kann. Und das hier müsste eine sein von der Retaliator. Gibt zwei Blaster zu kaufen. Kann man verbauen, hat mir aber dann nicht genug Wumms gehabt. Ich hatte auch mal bei Blaster Pass nachgefragt. Sag mal, habt ihr eine Feder, die die Maße von der Fortnite-Feder hat, aber ein bisschen stärker ist? Die kann ja für irgendeinen anderen Blaster sein. Dann hätte ich die bestellen können, einbauen zum Testen. Nö, haben wir nicht. Naja, dann musste der Michel mal suchen. Auf Amazon wurde ich nicht fündig, deswegen bin ich zu eBay gegangen. Und dort hat der Michel dann bestellt. Viele, viele Federn, einmal für ja, 23 Euro. Und da von denen keine funktioniert hat, hat er nochmal nachbestellt für einen 20. Und das seht ihr jetzt hier, ich habe jede Menge Federn. Ich denke mal, ich kann die für andere Blaster irgendwann nochmal benutzen, falls ich überhaupt nochmal Lust habe, so ein Tuning-Video zu machen. Das hat mich nämlich richtig wieder Nerven gekostet. Also, wir... Das soll sich mit der Lotion einreiben. Ich habe am Anfang diese Feder verbaut. 11 cm lang, Durchmesser von 17,6 mm, also vergleichbar mit der originalen. Aber stärker 1,6 mm. Ich glaube, die originale hat so ungefähr 1,2 mm. Dann habe ich die Feder eingebaut und was passiert? Nix, ihr konntet den Blaster nämlich nicht mehr laden. Ich habe mir dann eine andere Feder geholt und zwar die hier. 18,2 cm lang, Durchmesser von 17,4 und eine Drahtstärke von 1,4 mm. Und so schaut die Feder dann aus. Die erste habe ich dann gekürzt auf die Länge der Originalfeder und damit dann den Schusstest gemacht. So, 10 Meter, wir haben die AccuStrike Darts drin. Cool, das ist ja mal fett. So, ich mache noch einen. 10 Meter. Aber hallo, nicht schlecht, Herr Specht. Wenn wir schon auf 10 Meter sind, dann gehen wir doch auf 15 zurück. 15 Meter. 15 Meter. Tschalalala. Oh, das ist noch ein bisschen am Schwächeln. Ja, 15 Meter schafft er nicht. Mit der Feder haben wir einen Reichweitentest gemacht. War ja von der Steigerung her nicht so pralle. Davon habe ich ja zwei gehabt. Und die habe ich jetzt nochmal gekürzt auf circa... ja, so 13 cm und die baue ich jetzt nochmal da ein. Wenn ich den Blaster schon mal aufgeschraubt habe, wollte ich noch was zeigen. Also die Feder konnte man jetzt hier so reinschieben. Von der Länge her ging das. Das hier ist so nervig, das flitscht immer raus. Das reicht eigentlich, wenn ihr das hier so drüber drückt. Nicht ganz dran, weil dann drückt sich das immer hoch. Was auch cool wäre, hätten die hier so einen Pin gemacht, wo man dann die Feder reinschieben kann. Naja gut, hier wie gesagt darauf wieder achten, dass das hier davor ist. Das setzen wir jetzt hier wieder so dahinter und dazwischen. Wenn euch beim Auseinanderbauen meine Feder entgegenfliegt, die sitzt hier vorne drunter. Die könnt ihr dann so da reindrücken. Ja, und jetzt ist alles tutti und da kann man die Gehäusehälften wieder aufeinander setzen. Dann schauen wir mal. Das geht auch. Oh, ich bin ja mal positiv überrascht, ob... So, jetzt probieren wir mal aus, ob das jetzt eine bessere Reichweite gibt. Das hier war der Schusstest damals gewesen mit dem Fortnite Sniper. Stehe ich 15 Meter vom Auto weg und ihr seht gleich, die Darts kommen 1-2 Meter vor dem Auto dann runter. Also die schaffen vielleicht so 13 Meter gerade gehalten von der Reichweite. Ist sehr schlecht von der Reichweite. Na gut, muss ich nicht weiter nach hinten gehen. Also das sind die AccuStrike, immer 3. Ein bisschen weiter, aber der schafft keine 15 Meter. Jo, Sonntagmorgen. Der Vater ist auch schon unterwegs. Blumen gießen. So, stärkere Feder. 15 Meter. Da habt ihr gesehen, die Feder, die 3 cm kürzer war, die hat es hier nicht geschafft, gerade gehalten, das Auto vom Vater zu treffen, den guten Dacia. Und jetzt probiere ich nochmal die AccuStrike Darts aus. Und dann schauen wir mal, ob man gerade gehalten jetzt das Auto treffen kann. So. So, zack. Bin ich ja mal gespannt. Ah, das ist nix.
Naja, also ein bisschen mehr Leistungssteigerung ist drin. Ah, habt ihr gesehen? Doch. Also ist schon mehr drin. Ich habe jetzt hier unten, wo der Auspuff ist, ein bisschen rechts daneben getroffen. Und bei der anderen Feder sind ja, boah, ich weiß das gar nicht, was waren das so? Meter, zwei Meter vorher runtergepurzelt. Man kann auch den Blaster noch relativ gut laden. Ah, er knallt ganz schön. Ja, das habe ich wieder hinten getroffen. Also Leistungssteigerung ist schon drin. Jetzt tue ich ihn mal ganz leicht ein bisschen schräg halten. Oh, das war nix. Jo, also ganz leicht ein bisschen schräg haben. Das war gerade und das war so ein bisschen schräger. Ja, perfekt. Also das bringt schon mehr mit diesen 3 cm mehr an Feder. Das Schöne ist halt auch, wenn man so ein bisschen erhöht ist, kommt einem auch die Reichweite zugute, wenn man so runterschießen tut jetzt. Jo, dann gehen wir mal ein bisschen nach hinten, aber vorher probiere ich noch andere Darts aus. Preside Pro von Busby. So, mit der 25er Trommel. Halt auch mal wieder gerade. Oh ja, hinten getroffen, schön. Und kurz da drunter. Ja, also das ist schon recht nice mit der Reichweite. Ja, der ist nicht so schön geflogen. Einen machen wir noch. Ja, und jetzt halten wir dann leicht schräg. Oh nee, der war nix, aber nochmal leicht schräg. Ja. Fensterscheibe getroffen, prima, 15 Meter. Jetzt will ich schon was ausprobieren. Die guten China-Männers, wie die so fliegen. Original-Magazin, was mitgeliefert wurde. Ich halte das auch wieder gerade. Oh, das ist ja mal nett. Ja, der war nix. Ja, die fliegen auch richtig gut, die sind ja auch relativ günstig. Ja, schick, 15 Meter kann man prima benutzen. So, jetzt sind wir auf 20 Meter. Ich nehme wieder die Accu-Strike. Muss das Ganze natürlich jetzt schräg halten, weil gerade, ja, das war ein Rohrkrepierer, gerade gehalten, gewinnt ihr damit keinen Blumentopf mehr. Ein bisschen schräger. Oh, fast. Ja, an die Seite. Aber na gut, wer hält den schon schräg? Aber ich zeige es nochmal. Bupp aufs Dach. Ja, ziemlich weit. 20 Meter. So, Preside Pro in der Trommel. Oh, der ist weit. Aufs Dach. Man muss auch gar nicht mal so schräg halten. Oh, der ist auch weit. Der ist auch bis hinten die Blumen reingeflogen. Ich halte es nochmal gerade, aber ich denke mal. Oh, ja. Oh, das war bestimmt so. Ich denke mal 17 Meter, also geht auch wunderbar. So, viermal die China-Männers. Mal ein bisschen schräg halten. Oh, schön an die Seite getroffen. Oh, pop, aufs Dach. Ja, funktioniert auch wunderbar. So, jetzt sind wir bis auf 35 Meter zurückgegangen. So, die Accu-Strike. Oh je, jetzt muss ich mal gucken. Oh ne, das war ja nix. Aber der? Ne, der gerade bevor das helle Kiesel anfängt. Und der ist, naja, bis zu dem, kurz bis vor dem hellen Kiesel geflogen. Ja, also ab einer bestimmten Reichweite könnt ihr damit keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ja, da muss ich auch nicht weiter schießen jetzt. Ja, die Preside Pro. Schauen wir mal, ob die weiterfliegen. Ja, auch wieder hier, wo der helle Kiesel anfängt. Wobei, ist es gerade ein bisschen windig. Da, wo der Übergang ist. Also, die Reichweite. Ja, der ist ein bisschen gesegelt, bekommt ihr damit jetzt nicht mehr hin. Und zu guter Letzt nochmal die China Darts. Ah, ist zu windig jetzt. Ah, der ging eigentlich von der Reichweite. So. Oh, jetzt habe ich glaube ich einen Klemmer. Jetzt geht nämlich gerade mal nichts. Mal gerade gucken, Magazin geht auch nicht raus. Ja, und jetzt hat er sich verabschiedet. Jetzt wollte ich noch was zeigen. Und zwar, ihr habt eure Sniper-Mission erfolgreich beendet. Und der Cobra-Commander ist euch dicht auf den Fersen. Das heißt, ihr müsst den Sniper schnell auseinanderbauen. Zielfernrohr ab. So, das habe ich gespuckt. Und da wir hier die Klipse weggelassen haben, könnt ihr die Schulterstütze
abziehen und diese drei Sachen kompakt im Rucksack verstauen und dann ganz schnell einen Schuh machen. Jo, perfekt, oder? Ja, das mit dem Klemmer eben war natürlich nicht so toll, aber mir ist das so oft passiert, wo ich jetzt die ganzen Feder ausprobiert habe. Kann passieren, muss nicht. Wenn es passiert, müsst ihr den ganzen Blaster wieder auseinanderbauen. Das ist ziemlich ärgerlich, weil das halt mit den ganzen Schrauben ziemlich lange dauert. Zumal die sind irgendwann durchgedreht oder die Gewinde zerdreht. Im Großen und Ganzen war die Leistungssteigerung aber schon recht ordentlich gewesen mit dieser längeren Feder. Dann habe ich euch noch gezeigt, was ihr optisch so ein bisschen an dem Blaster verändern könnt. Beziehungsweise, wenn ihr das machen wollt, dürft ihr die Ladebolzen am Anfang nicht zusammenstecken, beziehungsweise wenn nur in eine Seite. Das war wieder das Testmittel von YouTube. Dann sagt mal tschüss, bis zum nächsten Mal.